Hallo, mein Name ist Vanessa Merz. Ich bin Reitpädagogin und Reitlehrerin. Neben mir ist Scheinon, eine 12-jährige Westfalenstute. Sie ist selbstbewusst und hat eine sehr ausdrucksstarke Mimik. Hallo, mein Name ist Lisa Axenbeck und ich bin Psychologin. Das hier ist Chili White, ein 4-jähriger Württemberger Wallach. Er befindet sich noch in der Ausbildung zum Therapiepferd und ist neugierig und verspielt. Seit 35 Jahren wird am Isar-Amper-Klinikum München-Ost die Gruppenpsychotherapie mit Pferden angeboten. Reittherapie gibt es in den verschiedensten Formen, meist so gestaltet, dass ein Therapeut, ein Pferd und ein Patient zusammenarbeiten. Heute zeigen wir den Ablauf einer Therapieeinheit mit Hilfe von 3 StatistInnen. Bei uns ist das Besondere, dass das Setting in einer Gruppe stattfindet. Wir arbeiten mit insgesamt 9 Stationen zusammen. Eine Gruppe besteht aus bis zu 8 PatientInnen mit unterschiedlichen Diagnosen, 2 TherapeutInnen und 3 Therapiepferden. Die dritte bei uns ist Lilly, ein 15-jähriges schweres Warmblut. Lilly ist zugewandt und sensibel. Die Fahrt in den Stall ist eine Abwechslung zur Klinik und für viele PatientInnen auch eine Herausforderung. Wir haben häufig PatientInnen, die regelmäßiger und häufiger teilnehmen, und zur Ausgangssituation einer stationären Gruppe gehört auch eine hohe PatientInnen-Fluktuation. Einige PatientInnen kommen deshalb nur ein- oder zweimal mit. Bei uns ist die Therapieeinheit deshalb ein abgeschlossener Prozess, sodass die PatientInnen auch nur von einer einzelnen Sitzung profitieren können. Das Vorgespräch im Gruppenraum dient in erster Linie dem Abbau von Ängsten, da sehr viele PatientInnen, egal mit welcher Diagnose, die unterschiedlichsten Arten von Angst mitbringen. Diese Ängste werden dadurch verstärkt, dass die PatientInnen sich oft untereinander kaum kennen, da sie von verschiedenen Stationen sind. Für die neuen PatientInnen sind der Reitstall, der Gruppenraum, die Therapeuten und das, was auf sie zukommt, einschließlich der Pferde neu. Das bewirkt eine allgemeine, mehr oder weniger große Ängstlichkeit oder auch freudig unsichere Erwartungshaltung. Den Abbau dieser allgemeinen Unsicherheit erreichen wir durch viel vorgegebene Struktur und einen sicheren Rahmen. Die PatientInnen werden von selbsterdachten Pflichten und selbstgesetztem Leistungsdruck befreit. Die dadurch entstehende Entlastung wird bereits bei der Begrüßung eingeleitet und im Verlauf der ganzen Stunde umgesetzt. Alles, was die PatientInnen bei den Pferden erleben, beruht auf Freiwilligkeit und fördert so die Selbstachtsamkeit. Die PatientInnen formulieren im Vorgespräch ihre individuellen Therapieziele und suchen sich ein Therapiepferd aus, mit dem sie heute an ihren Themen arbeiten wollen. Um den Erstkontakt zu den Pferden positiv zu gestalten, regen wir einen Perspektivwechsel an. Ein Beispiel dafür wäre, den Pferden bei der Begrüßung nicht ins Gesicht zu streicheln. Selbst möchte man von Fremden ja auch nicht im Gesicht angefasst werden. So werden Empathie und Identifikation gefördert. Die großen Pferde lösen bei den PatientInnen häufig Angst aus. Dabei unterstützen wir die PatientInnen, einen Realitätscheck durchzuführen, um gesunde Ängste von katastrophisierenden Gedanken zu unterscheiden. Im zweiten Schritt sollen sich die PatientInnen bei real erlebter Gefahr schützen. Falls die Ängste nicht zur aktuellen Situation passen und keine akute Gefahr besteht, können sie lernen, ihre Ängste weiterzuschicken. So können die PatientInnen aus der Vermeidungshaltung kommen und achtsam mit den Pferden weiterarbeiten. Die Pflege fördert die Kontaktaufnahme zu den Pferden und auch zur Gruppe. Die natürlichen Reaktionen und individuellen Eigenheiten der Pferde werden dadurch deutlich. Wir haben dabei eine Übersetzerfunktion. Es ist wichtig, die Bedürfnisse der Pferde ernst zu nehmen. Die Reaktionen der Pferde auf die PatientInnen spiegeln wider, was gerade im Kontakt passiert. Wenn die Situation für die Pferde zu schwierig wird, geben wir den Pferden erst einmal wieder Sicherheit und Vertrauen. Danach geht es darum, den PatientInnen nahezubringen, warum das Pferd so reagiert hat und neue Wege zu finden, die Situation für das Pferd angenehmer zu gestalten und mit dem Pferd wieder in einen positiven Kontakt zu kommen. Unter Anleitung kann ein Patient das Pferd selbst beruhigen. So ein Erfolgserlebnis fördert ein verbessertes Verständnis für das Pferd und lehrt auch, die Grenzen des Gegenübers zu akzeptieren. Hier kann ein guter Transfer in den Alltag bei schwierigen zwischenmenschlichen Beziehungen angeregt werden. Die PatientInnen lernen, sich selbst besser wahrzunehmen, Grenzen zu erkennen und zu akzeptieren. Sie entwickeln Empathie für die Situation des Pferdes und erfahren Selbstwirksamkeit. Die PatientInnen arbeiten in Kleingruppen zusammen, wechseln sich ab, unterstützen sich und geben sich gegenseitig Hilfestellung. Erfahrenere Gruppenmitglieder können Neuen vieles erklären und vormachen. Die PatientInnen können ungewohnte Verhaltensweisen erproben, wie zum Beispiel ihre Kleingruppe anzuleiten. Dafür bekommen sie oft positive Rückmeldungen, was dabei helfen kann, die Kompetenzen in den Alltag zu integrieren. PatientInnen lernen dabei, sich realistisch einzuschätzen und entwickeln Handlungskompetenz.
Bei der Beobachtung einzelner freilaufender Pferde können die PatientInnen die äußerlichen und charakterlichen Eigenschaften der Pferde aus der Distanz kennen und unterscheiden lernen. Die Pferde zeigen dabei kein anerlerntes Verhalten und haben keine besondere Aufgabe. Sie können so ganz frei ihre natürlichen Verhaltensweisen zeigen. PatientInnen reagieren zum Teil sehr unterschiedlich auf die verschiedenen Pferde. Schwarz kann für den einen Patienten angsteinflößend und für den anderen bewundernswert schön sein. Die PatientInnen identifizieren sich mit den unterschiedlichen Pferden. Das Führen verhilft vielen PatientInnen zu mehr Sicherheit und fördert den Beziehungsaufbau zum Pferd. Die Pferde brauchen eine klare Führung, um kooperativ mitzuarbeiten. Sie nehmen die Körpersprache wahr und spiegeln den PatientInnen eigene Anteile unmittelbar wider. Das Feedback der Pferde hält die PatientInnen wach und im Hier und Jetzt. Je mehr man sich beispielsweise selbst entspannt und tief durchschnauft, desto entspannter werden auch die Pferde. Umgekehrt kann ein entspanntes Pferd auch als Vorbild dienen. Pferde brauchen beim Führen klare Grenzen und eine klare Kommunikation. Verbale Kommandos und auch Körpersprache sind wichtig. Durch Chili Whites Eigenschaft als Heranwachsender übernimmt er sonst bei Unklarheiten die Führung. So werden die PatientInnen unterstützt, ihr Verhalten zu reflektieren und gegebenenfalls zu verändern. Sie erleben dadurch Selbstwirksamkeit. Das Blitzlicht unterstützt die PatientInnen, im Hier und Jetzt anzukommen und die aktuellen Emotionen wahrzunehmen und zu benennen. Uns dient die Momentaufnahme dazu, den weiteren Verlauf dementsprechend anzupassen. Es gibt für die PatientInnen auch die Möglichkeit zu reiten. Hierbei spielen Körperwahrnehmungsübungen und Übungen zur Ich-Stärkung eine Rolle. Beim geführten Reiten geht es darum, Kontrolle abgeben zu können, loszulassen und zu vertrauen. Beim Reiten ohne Sattel können die PatientInnen die Wärme und Bewegungen intensiv spüren. Durch das Getragen und Geschaukelt werden nehmen PatientInnen ihren Körper und positive Emotionen bewusst wahr. Es kann sich ein positives Körpergefühl entwickeln, wodurch eine Öffnung zur eigenen Lebendigkeit und zur Gruppe bewirkt wird. Emotional zurückgezogene Menschen werden gruppenfähig und Beziehungsmuster werden deutlich. Ein Beispiel für eine Körperwahrnehmungsübung ist der Damensitz. Der erfordert viel Konzentration und fördert das Gleichgewicht. Erst wenn PatientInnen sicher freihändig im Gleichgewicht sitzen, können sie selbstständig reiten. Auch die PatientInnen, die das Pferd mit Reiter führen, übernehmen Verantwortung und können ihren MitpatientInnen Sicherheit schenken. Die PatientInnen haben die Möglichkeit, die Zügel selbst in die Hand zu nehmen, erstmal mit Sicherung und später auch ohne. Hierbei spielt die Selbstwirksamkeit eine wichtige Rolle, die sich positiv auf die Identitätsbildung und Ich-Stärkung auswirkt. Beim Traben überträgt sich der Schwung und die Energie der Pferde auf die PatientInnen. Das Selbstbewusstsein wird gestärkt. Auf der anderen Seite werden den PatientInnen ihre Grenzen bewusst. Sie lernen, sich Hilfe zu holen und ihre Bedürfnisse zu äußern. Häufig bewirkt die Beobachtung der PatientInnen Hoffnung auf Veränderung, wenn beispielsweise eine ehemalige ängstliche Patientin nun selbstständig reitet. Als Abschluss des Reitens haben die PatientInnen die Möglichkeit, sich auf dem Pferderücken zu legen. Sie können dabei die Atmung des Pferdes wahrnehmen und zur Ruhe kommen. Der enge Körperkontakt zum Pferd löst dabei häufig eine emotionale Öffnung aus und wird als sehr intensiv wahrgenommen. Häufig ist das Pferd auch ein Projektionsfeld für Fantasien und Wünsche oder ein Symbol, das für Mutter, Vater, Kind, aber auch für Freiheit, Mut und Lebendigkeit stehen kann. Es kann davon ausgegangen werden, dass das Verhalten im gruppentherapeutischen Setting das zwischenmenschliche Verhalten außerhalb der Gruppe widerspiegelt. Wenn PatientInnen das Hier und Jetzt nur erleben, wird das zwar als intensiv und aufregend wahrgenommen, der Lerneffekt ist aber eher gering und dadurch fällt dann auch der Transfer auf Alltagssituationen schwer. Deshalb ist neben der Erlebnisebene die Verständnisebene sehr wichtig. Im Nachgespräch wird das Erlebte deshalb gemeinsam reflektiert und ein Transfer auf die Bewältigung von Alltagsproblemen hergestellt. Für die Arbeit mit den Pferden ist eine klare Kommunikation notwendig, genauso wie auch im familiären oder beruflichen Kontext. Die PatientInnen lernen mit dem Pferd Grenzen zu setzen und auch zu akzeptieren, ohne dass die Beziehung dabei Schaden nimmt oder Schuldgefühle auftreten. In schwierigen Situationen, die im Umgang mit Pferden immer wieder auftreten können, üben die PatientInnen, handlungsfähig zu bleiben, sich Herausforderungen zu stellen und sich etwas zuzutrauen, wodurch sie sich auch im Alltag selbstwirksam erleben können. Im Nachgespräch wird von Anfang an darauf geachtet, dass die Ressourcen im Vordergrund stehen.
Durch die ressourcenorientierte Haltung wird eine vertrauensvolle Öffnung ermöglicht und alle werden in die Gruppe integriert. Neben der Möglichkeit, ein offenes oder strukturiertes Gespräch zu führen, malen die PatientInnen auch hin und wieder. Häufig geraten die Glaubenssätze der PatientInnen durch die Reaktionen und das Spiegeln der Pferde durcheinander. Im Nachgespräch deuten und ordnen wir das Erlebte. Dabei wird das Alte und das Neue wieder angenähert, das heißt, nicht das Widersprüchliche, sondern das Ergänzende wird betont. Eine Patientin, die mehrmals dabei war, hat in ihrer letzten Stunde erzählt, was sich bei ihr im Verlauf verändert hat. Sie hat anfangs mit Shine-On gearbeitet, weil sie sich mit ihr identifizieren konnte, da sie wenig Nähe mag. Dadurch, dass Shine-On selten Nähe zulässt, hat die Patientin selbst gemerkt, dass sie doch gerne mehr Nähe hätte. Bei Lilly hat sie sich dann viel Nähe gesucht und auch bekommen und jetzt fällt es ihr auch in ihrer Partnerschaft wieder leichter, Nähe zuzulassen.